Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play The Evil Within 2 mit Paxis. Wir haben, ja, weiß ich nicht, ob wir eine gute Idee umgesetzt haben, dass wir jetzt hier irgendwelche Sicherungen wieder reingeschalten haben und dadurch Tore geöffnet haben, Türen geöffnet haben, wo Monster rauskommen, wo Zombies rauskommen, wo messerbewaffnete Frauen rauskommen, die man nicht mit dem hinterhältigen Angriff umbringen kann. Die da. Also jetzt heranschleichen und zu erst. Und sie erstechen bringt halt gar nichts. Das bringt die nicht um. Es ist halt auch noch so beschissen hell hier drin. Und die Tür da ist auf. Genau, geh in die Richtung, perfekt. Hey, wo soll denn der Lagerraum sein? Unter dem. Okay, wir haben es geschafft. Aber ich habe keine Ahnung, wo dieser Lagerraum sein soll. Oh, kommen wir da rüber drüben in die Tür rein? Also da gehen wir nicht rein. Da wird halt irgendwas drin sein, klar, aber das lohnt sich niemals. Diese verrückte Stadt, ey. Ach, zu. Hier sind so viele. Interessiert die das? Nee. So. Wieder ein bisschen Schießpulver gefunden. Damit können wir neue Munition erstellen. Perfekt. Hier ist sonst nichts. Gut, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Also, das ist Resonanzpunkt. Ach, egal. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, hier jedes. Jede kleine Nebenmission zu machen, nur wenn es mir halt auf dem Weg liegt oder logisch erscheint, dass Sebastian das auch Bock drauf hat. Aber ich werde natürlich versuchen, jetzt diese Teile für das Präzisionsgewehr zu finden, weil er wollte ja stärkere Waffen haben. Das hat er ja gesagt gehabt. Er kennt sich ein bisschen aus mit der Problematik hier, weil wir das hatten, was Ähnliches hatten wir ja im ersten Teil. Sind wir jetzt richtig? Ja. Da geht's nicht rein, wie es aussieht. Da liegt was rum. Nur eine Flasche. Und ich höre wieder Gestöhne und Geschrei und Getöse. Zombies incoming. Na. Sorry. Ich wollte auch mal rumstöhnen. Okay, es müsste da in dem Gebäude sein, in der Garage oder was das sein soll. Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, was das mit diesen. Oh! Der sieht anders aus als die anderen. Das scheint mir wohl eher so ein Bossgegner zu sein, so ein Zwischenboss irgendwo. Ah, oh, es ist da drinne. Und da höre ich halt schon extrem stöhnen. Vielleicht sollten wir zuerst dahin gehen und speichern und dann das nochmal das probieren. Was hat's denn für Probleme? Was hat's denn für Probleme? Ob es mich gesehen hat? Ja, hoffentlich nicht. Wieso wird's denn ständig hell und dunkel? Ach, Wolken vom Mond oder was? Das Ding ist wirklich komplett verrückt. Da ist schon wieder so eine Statue. Was bedeuten denn die? Scheiße. Das riecht nach Sterben. Oder wir verkriechen uns einfach, weil soweit ich weiß, sind die richtig dumm.
Gut, ich weiß nicht, ob wir da nochmal hingehen mit diesem Präzisionsgewehr. Das Ding ist echt scheiße drauf. Nächstes Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Sebastian, nicht so deprimiert, nicht so pessimistisch. Wir kriegen das auch beim nächsten Mal wieder hin, keine Sorge. Ich helfe dir. Okay, sind sie jetzt weg? Ach, er hat keine Munition. Ach doch. Nee. Er hat keine Munition, schade. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Ah. Gut, ist jetzt. Wo ist denn der Speicherplatz? Ah, okay. Tja, es wird auch ohne Präzisionsgewehr funktionieren. Oder funktionieren müssen. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwie später nochmal ein Präzisionsgewehr. Okay, gehen wir mal nicht zu nah ran. Ich habe immer Angst, dass sie dann doch aufstehen. Wie kommen wir da jetzt rein? Defekte Verteilerkästen. Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hüterarmbrust darauf abfeuerst. Ach so. Und dann geht dann das Tor auf, oder was? Oh, da ist nochmal so ein Ding. Na gut, dann probieren wir das mal aus. Ich glaube, die haben wir noch nirgendwo hingelegt, die Armbrust. Armbrustreichweite anpassen, ach so, ja. Toll, alles leer, keine Munition oder sowas. Oh, keine Munition mehr. Das hat gereicht. Aber ja, ich habe keine Munition mehr und es ist die falsche Waffe hier gebindet. Sehe ich gerade. Immer noch. So. Okay, es hat funktioniert, aber wir haben keine Munition mehr. Ich hoffe mal, wir können hier Munition bauen. Nicht mal du, Hayes. Such dir einen anderen Unterschlupf. Okay. Türen verriegelt. Fenster gesichert. Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht mal du, Hayes. Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Kapiert? Scheiße. Das ist so krank. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Schon in Ordnung. Alles wird gut. Du bist eingeschlossen, Mann. Ich muss nur abwarten. Was war das für ein Geräusch? Oh oh, das war wahrscheinlich der Typ, den wir hier gerade erschießen mussten. Aber egal, Hauptsache wir können jetzt mal speichern. Auch wenn es kein sicherer Ort zu sein scheint. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Erstmal heilen. Kaffeepause. Beste Pause. Extra große Tasse. Guckt euch mal die riesengroße Kaffeetasse an. Das ist doch ein halber Liter oder sowas. Die Kaffeetasse ist fast so groß wie die Kanne. Unfassbar. So, irgendwelche coolen Sachen einzusammeln. Waffenteile. Bericht Nummer 122. Rekruten. Betreff. Anwerbung und MU-Center. Die Anzahl der Bewerber über die MU-Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der MU-Center als von der Steuer befreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen.
Mr. Wallace' Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige STEM-Kandidaten. Ohoho, sind die deswegen zu Zombies geworden? MU-Sender-Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Mobius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen, vermissten Berichte werden nicht mehr notwendig sein. Ich empfehle daher, die Anwerbung über MU-Sender zu Mobius Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Confidential. Okay. Was ich mich auch frage ist, warum gibt es denn hier immer so einen extra Speicherplatz, wenn dann sowieso da ein Spiegel ist? Weil wenn wir in den Spiegel reingehen, dann ja, gibt es da auch einen Speicherplatz. Rauchbolzen. Dieser Armbrustbolzen setzt um die Einschlagstelle herum eine Rauchwolke frei. Manchmal ist ein heimlicheres Vorgehen eine bessere Wahl als eine offene Konfrontation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen oder einen Schleichangriff auszuführen. Das Verbessern deiner Rauchbolzen in einer Werkbank kann dir die Möglichkeit verschaffen, Gegner im Wirkungsbereich mit einem Schleichangriff auszuschalten. Okay, Rauchbolzen können durch Kombination von Rauchpulver und Schießpulver hergestellt werden. Schön, gut zu wissen. Wir haben bisher die Armbrust im Kämpfen gar nicht genutzt, nur um einmal diesen Sicherungskasten hier einzuschalten. Okay, sonst scheint es ja nichts zu geben. Ziemlich unordentlich auf jeden Fall. Wer räumt denn hier mal auf? Wir gehen natürlich direkt in den Spiegel rein, weil wir brauchen diese Werkbank. Wir müssen unbedingt Munition herstellen. Wir haben nämlich gar keine mehr. Also zumindest für die Pistole. Das heißt, wir speichern auch erst, nachdem wir dann die Sachen gemacht haben. Na, hier dürfte es eigentlich nichts geben. Haben wir schon genügend Gel, um wieder irgendwas zu verbessern? Ich glaube schon. Sehen wir doch bestimmt hier. Sieht man nicht auf den ersten Blick. Wir gehen einfach mal rein und gucken. Ich frage mich auch, ob die Frau andere Sachen erzählt. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht probiert gehabt. Willkommen zurück, Detective. Ich frage mich, was die Frau macht, wenn wir nicht hier sitzen. Also hat die da trotzdem irgendwie ein Leben und macht irgendwas? Oder existiert die immer nur in dem Zeitpunkt, wo wir hier drin sind? Ja, hier ist es ruhig. Ja, okay, die sagt immer das Gleiche, wie es aussieht. Wie viel haben wir denn an Gel? 4.900? Oh, das ist gut. Hätten wir 100 mehr, hätten wir schon 5.000 das Lachen boosten können. Was wollte ich machen? Du kannst Schleifangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Das möchte ich eigentlich können. Also ich würde sagen, das nehme ich jetzt auch einfach. Hinterhalt! Leertaste, Deckung in der Nähe einer Wand. Schleichangriffe, wenn das blablabla. Wenn du hinter einer Ecke in Deckung bist, kannst du einen Schleichangriff auf einen Gegner hinter der Ecke ausführen und ihn ausschalten. Der Gegner muss sich in der Mitte des Bildschirms befinden, damit das Schleichsymbol erscheint. Du kannst keine Schleichangriffe mehr durchführen, wenn der Gegner dich bemerkt hat. Okay, wir könnten noch irgendwas mit 1500 verbessern. 5, 4, 3, 5. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Ja, keine Ahnung, das klingt so scheiße. Nahkampfangriffe, darunter Angriffe, verursachen mehr Schaden. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir nämlich gar nicht so viel Munition haben. Das ist eigentlich ganz geil, wenn wir 150% Schaden machen statt nur 100%. Ich glaube, ich werde wirklich die 1500 hier rein. Ach, das kostet sogar nur 1000. Die 1000 da reinpumpen, damit wir dann das hier machen können. Zurück. So, jetzt stellen wir noch an der Werkbank ganz viel Pistolenmunition her. Wir haben auch noch gar keine andere Waffe außer dieser Armbrust, die wir bis jetzt eh noch nicht benutzt haben. Von daher werde ich jetzt einfach so viel Munition herstellen, wie halt geht. 21 Schuss. Oh, dafür brauchen wir halt echt alles an Schießpulver. Aber wir brauchen es halt auch einfach. Was soll ich machen? Ja, scheiß drauf. Ich gehe das Risiko jetzt ein. So, Feuerkraft haben wir schon gemaximalt. Nachladezeit ist eigentlich egal. Feuerrate ist eigentlich auch zurzeit noch egal. Magazingröße ist komplett egal. Ja. So, erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Kostet 200, das erscheint mir am sinnvollsten. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritischen Schaden zu verursachen, wenn du die Schwachstelle eines Gegners triffst. Oh, 1% vorher geht dann auf 30%. Auch nicht schlecht. Ich überlege gerade, was wichtiger ist. Ich glaube fast, die 30% sind echt mehr wert.
Das kostet halt 200, das reicht jetzt nicht mehr. Schade. Wir werden schöne Handfeuerwaffenspezialisten. Wir gehen nur über die Pistole. Beste Waffe. Nein, ich kann auch erst rausgehen aus dem Spiegel und dann draußen speichern. Ach so, was ist denn das? Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Ja, das habe ich leider nicht. Jo, wir speichern. Okay. Das mit dem Scharfschützengewehr lassen wir jetzt bleiben. Es bringt nichts. Es wird zu gefährlich da. Und wie gesagt, das passt nicht zu Sebastian, jetzt nochmal hinzugehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dahin. Zum Mädchen, was hoffentlich unsere Tochter ist. Ah. Schrotmunition, aber wir haben immer noch keine Schrotflinte. Okay. Halt, war hier was drin? Oh, ich glaube, da war was drin. Waffenteile. Ja, wir brauchen 200, um die Pistole nochmal, was den Schaden angeht, zu verstärken. Was blöd, dass man hier kein Radar hat. Wir müssen weiter nach links, okay? Ah, also wahrscheinlich dahin, wo dieses Haus da ist. Machen wir auch gleich. Was ist mit dem Auto los? Ist da jemand im Kofferraum? Okay. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir zu dem Haus da und ich werde mal versuchen, nicht von diesen... Oh, scheiße. Oh, und da drunter ist wieder so ein scheiß Zombie. Ach, soll das Wackeln bedeuten, dass Zombies drunter sind? Das sind aber echt viele. Aber wir haben ein paar Flaschen, ich denke, das kriegen wir hin. Ich glaube, wir müssen genau da rein, oder? Ja. Problem ist, bestimmt bekommen wir auch die Möglichkeit, irgendeinen hinterhältig umzubringen, aber wenn wir das machen, dann merken das die anderen halt. Also dann ist halt einer tot und die anderen sind noch da. Scheiße. Ach, die naschen gerade, okay. Die sind also abgelenkt. Ach, ich habe mich so gut angestellt. Ich hätte nur was sehen würde. Ich würde halt jetzt gerne wenigstens das Gel noch einsammeln. Aber dafür müssen die erst dann wieder verschwinden. Gehen die jetzt wieder naschen, oder? Es wäre auch geil, wenn man irgendwie zwei auf einmal umbringen könnte. Bei einem Schleichangriff. Weil die gehen wirklich wieder naschen, krass. Ah, ich denke, wenn wir einfach außen rumgehen, das sollte kein Problem sein. Da gab es, glaube ich, auch noch eine Erweiterung, dass man im Schleichmodus schneller laufen kann. Okay, hier scheint es relativ sauer zu sein, was die Zombies angeht.
Okay. Das war doch gar nicht so schwer. Schießpulver, bestes Pulver. Sicherung. Gut, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Ja. Wir sind sogar gleich da. Tja, dann würde ich sagen, Cliffhanger, ihr kennt das Spiel. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Habe ich noch Zeit für eine weitere Aufnahme jetzt oder muss ich jetzt abbrechen? Also theoretischerweise könnte ich noch eine Aufnahme machen. Gut. Also dann würde ich sagen, ihr seht dann, wie es morgen weitergeht. Ich spiele jetzt noch eine Runde weiter. Liken, Daumen nach oben. Ihr kennt das Spiel. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Und ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.